Damen und Herren, herzlich willkommen in komplett deutscher Sprache. Das Portugiesische geht mir noch ab. Lieber Herr Landrat, liebe Kollegen Bürgermeister aus der Nähe und aus der Ferne, liebe Ehrengäste, und das sind für mich in erster Linie, Entschuldigung, die jungen Menschen da hinten. Denn was immer wir mehr oder weniger älteren Herren und Damen bereden, zu lange reden. Die jungen Menschen sind die, die es mit Leben füllen müssen. Von daher gerade euch als unseren Gästen heute herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Frau Wagner. Lieber Professor Schmidt, es ist nett, wenn man dann in der Gemeinde, in der man arbeitet, einen Kollegen aus den eigenen beruflichen Anfängen mal wieder treffen kann. Wir haben eine lange gemeinsame Vergangenheit in Heidelberg. Und es ist schön, dass ich gerade auch mit diesem Thema der Nachhaltigkeit 30 Jahre nach Rio global denken, lokal handeln, große Bewegung, eine Bewegung, die eingeschlafen scheint, dass da auch gerade mit dieser ersten Konferenz zur Nachhaltigkeit im Landkreis Karlsruhe eine neue Dynamik draufkommt. Von daher herzlich willkommen hier in Bad Schönborn, der nördlichsten Gemeinde im Landkreis Karlsruhe. 13.300 Einwohner, ein Kurort. Wir haben warmes Sohle, warmes Salzwasser, das wir in einer großen Therme auch zu Ihrem Vergnügen, zu Ihrem Besuch in den nächsten Tagen, wenn Sie hier sind, gerne für Sie anbieten. Der Vorteil dieses Hotels, der Vorteil des Kurparks, der Therme ist, dass wir zum Beispiel im letzten Sommer die Nationalmannschaft im Fußball von Peru zu Gast hatten, dass Liverpool und Manchester hier absteigen, wenn sie in Hoffenheim Ligaspiele, Champions League Spiele austragen. Das ist die Einladung an Sie, in der Mittagspause ein paar Schritte über die Straße in unserem relativ neu gestalteten Kurpark zu gehen, denn das Thema Wohlbefinden, Gesundheit ist natürlich in einem Kurort das, was im Mittelpunkt steht. Und Gesundheit, Wohlbefinden als das eine zentrale Ziel eben auch der Nachhaltigkeit, das versuchen wir hier in unserer Gemeinde zu leben und mit vielen Projekten zu füllen. Projekte sowohl im sozialen Bereich. Quartiersmanagement bei uns ist auf das soziale Zusammenleben bezogen. Wir sind noch nicht im Bereich Energie gut aufgestellt, aber gerade auch als Gemeinde in die ältere Menschen zuziehen, ist es wichtig, eine Ansprache für diese zugezogenen Älteren zu finden und sie in das soziale Zusammenleben in der Gemeinde einzubinden. Das sind alles Aufgaben, denen wir uns stellen. Und ich bin sehr froh, dass der Landkreis uns auch mit der Energieagentur bei all dem, was im Bereich Umweltschutz, Energie und sowas getan werden muss, unterstützt. Natürlich ist es, je kleiner die Gemeinde, desto schwieriger, dieses Thema neben all den Altersgeschäften, die man hat, in der richtigen Art und Weise zu verhandeln. Ich freue mich, dass wir heute zum Leben kommen, und das Reden möchte ich sehr kurz halten. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass für Sie schon relevant ist, was die Prognosen sagen, was beispielsweise der Klimawandel bedeutet. Ich habe aus Daten von unserer Sparkasse eine Hochrechnung des Bundesamts für Finanzen über die Folgen des Klimawandels. Ein Klimaanstieg um 2% bedeutet, dass ein Viertel der weltweiten Nahrungsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Einfach weil der Klimawandel die Ernten zerstört. Anstieg um 5% der Temperatur bedeutet, dass bis zu 60-70% der Nahrungsmittel für die Menschen nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist gut, dass solche Hochrechnungen eben jetzt auch aus Wirtschaftsinstituten, aus dem Bankbereich ankommen, denn das eben ist das, was bei nachhaltig gedacht werden muss. Man muss mehrere Ziele auf einmal verfolgen, wirtschaftliche, soziale, im Umweltbereich, damit unsere Lebensqualität auch nachhaltig für die Zukunft gesichert wird. Ich wünsche uns gute Begegnungen, gute Gespräche, sage Ihnen herzlich willkommen, alles Gute, schön, dass Sie da sind.